In diesem Video geht es um die neun besten Mittel gegen Helicobacter pylori. Ich bin Matthias von die Praxis Family. Viel Spaß beim Video. Ja, Helicobacter pylori, Freund oder Feind? Es gibt viele Aussagen. In der Wissenschaft ist die Meinung sehr ambivalent. Im Moment ist es so, die Masse der Ärzte und Wissenschaftler sagen, Helicobacter pylori ist gefährlich und gehört ausgerottet. Er befällt die Menschheit, ist bösartig, ist verantwortlich für Magenkrebs, Magengeschwüre und muss deswegen vollständig ausgerottet werden. Aber stimmt es? Wir können auch feststellen in der Wissenschaft, dass Helicobacter den Menschen schon seit eh und je begleitet. Es gibt Funde in der Archäologie, die zeigen, Helicobacter war schon immer irgendwie beim Mensch dabei. Und wie so häufig kann es vielleicht auch möglich sein, dass hier der Falsche verantwortlich gemacht wird für die Bildung von Krebs und Geschwüren. Was ist da los? Es ist schon so, dass wir diesen Keim im Magen haben. Nicht jeder Mensch hat das, aber viele. Das ist ähnlich wie mit der Darmflora. Auch da haben viele Menschen bestimmte Darmbakterien und manche eben nicht. Das ist anscheinend unterschiedlich und individuell. Helicobacter kann sich vermehren in dem Magen, im Magenmilieu, und wenn der zu viel wird, kann er ein Problem sein. Das gilt ganz ähnlich wie beim Candida-Pilz. Candida-Pilz ist auch ein normaler Bestandteil der Darmflora. Wenn der zu viel wird, dann ist er eben schädlich. Und das Gleiche gilt für viele andere Arten von Bakterien im Darm auch. Das heißt, es kommt hier auf die Balance an und auf das Milieu. Aber was macht Helicobacter eigentlich im Magen? Was soll der da? Ist der da einfach nur ein Schmarotzer oder hat er irgendeine Wirkung? Auch hier ist die Wissenschaft interessant, denn es zeigt sich, dass Kinder, denen man Helicobacter weggenommen hat durch Antibiotika-Behandlungen, dass die viel eher dazu neigen, Asthma zu kriegen oder adipös zu werden. Oder dass sich auch bei Erwachsenen, wenn das passiert, dass sich dann erst recht ein Reflux entwickelt, eine Speiseröhrenentzündung und gegebenenfalls sogar Speiseröhrenkrebs durch das Vernichten von Helicobacter, weil man es ja eigentlich gut meint, man will den ausrotten, aber vielleicht ist es gerade falsch. Denn wenn man weiter sieht, Helicobacter scheint eine Funktion zu haben im Magen, nämlich er steuert die Magensäureproduktion. Das heißt, er sorgt dafür, dass es nicht zu viel Magensäure wird unter Umständen. Und er steuert das Sättigungsgefühl, er steuert die Bildung von einem Peptid. Er steuert die Bildung eines Peptids, das verantwortlich ist dafür, dass wir uns satt fühlen. Und wenn dieses Peptid nicht ausreichend gebildet wird, dann hören wir nicht auf zu essen. Vielleicht ist das der Grund, warum die Menschen dazu neigen, adipös zu werden, wenn man Helicobacter komplett vernichtet hat. Dann gibt es eine weitere sehr interessante Studie, die mir mal wieder zeigt, wie wichtig die Ernährung ist und was wir eigentlich wirklich für Fehler machen. Es zeigt sich, dass das Krebsrisiko, was ja eigentlich der Helicobacter sein soll, der soll ja verantwortlich sein für den Magenkrebs, das Magenkrebsrisiko steigt um das Fünffache, wenn man Fleisch isst und Helicobacter hat. Also kann es doch unter Umständen sein, dass die falsche Ernährungsweise dazu führt, dass die Magenwände anfälliger werden für das Einnisten von Helicobacter und dass sich Helicobacter deswegen unkontrolliert vermehren kann. Und eventuell sollten wir auch hier, wie in vielen anderen gesundheitlichen Bereichen, überlegen, ob wir nicht eventuell einfach ganz auf Fleisch verzichten und hin zu einer pflanzenbasierten Ernährung gehen. Es ist hier noch nicht zu Ende geforscht, aber es gibt wertvolle Hinweise und Studien. Ich verlinke das auch unter dem Video, da könnt ihr gerne selber nachlesen. Es ist hochinteressant, was da eigentlich los ist. Aber kommen wir jetzt zur Behandlung, oder? Die neun wichtigsten Mittel. Ist die Antibiotika-Behandlung eine gute Möglichkeit? Also ich will mal so sagen, im schlimmsten, ganz gefährlichsten Fall, wenn wirklich alle Lampen rot sind, dann kann man darüber nachdenken. Aber Fakt ist, dass sich der Helicobacter nicht nur vor der Magensäure schützt, sondern auch vor den Antibiotikern. Und das heißt, da ist eine ganze Kaskade an Mitteln nötig, um irgendwie diesen Helicobacter zu erreichen. Das ist gar nicht so einfach. Es gibt aber in der Naturheilkunde gibt es tolle Mittel, die helfen, den Helicobacter einzudämmen, sodass er nicht zu viel wird. Und dazu gehören unter anderem
Kokosöl. Die Laurinsäuren im Kokosöl haben eine Wirkung, dass die Schleimschicht, mit der sich der Heliobacter schützt, dass die aufgelöst wird und der Heliobacter dadurch zerstört wird von der Magensäure. Das heißt, das kann eine Wirkung haben. Ich bin kein Freund davon, dass man dauerhaft Kokosöl einnimmt, weil das andere negative Effekte hat. Aber wenn ihr mit Heliobacter Probleme habt, dann ist es durchaus eine Möglichkeit, das mal für ein paar Wochen einfach einzunehmen. Ein-, zweimal am Tag so ein Teelöffel Kokosöl kann da tatsächlich sehr gute Hilfe leisten. Dann gibt es gute Studien mit Mastika. Das ist ein Baumharz. Das hat auch eine tolle Wirkung gegen Heliobacter. Dann wirkt sehr gut auch nachgewiesen Knoblauch, Ingwer, Ginseng tatsächlich. Dann haben wir die Zitrusfrüchte und da allen voran die Grapefrucht und Grapefruchtsamenextrakte. Die haben auch eine tolle Wirkung. Und was noch nachgewiesen ist, sind Preiselbeeren. Preiselbeersaft hat auch eine hemmende Wirkung für Heliobacter. Es scheint also wesentlich klüger zu sein, die Ernährung anzupassen und Fleisch und tierische Eiweiße wegzulassen. Dazu gehören auch Fisch, Milch und Eier. Und gleichzeitig bestimmte Nahrungsmittel mehr zu essen, wie die, die ich gerade aufgezählt habe. Und dann kann man es schaffen, dass Heliobacter sich von ganz alleine wieder in ein normales Maß reduziert, das der Körper anscheinend braucht, um normal zu funktionieren. Und es muss nicht immer die Antibiotikakeule sein. Okay, gebt uns einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, abonniert den Kanal und wenn ihr Lust habt, kommt auf unsere Homepage und holt euch den Health Report, der ist kostenlos für euch. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, viel Spaß in meinem Namen und im Namen von der ganzen Praxis-Family. Ciao.